Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann am Bergmann Freitag. Frosch im Hals, läuft bei mir. Ja, heute haben wir gesagt, als kleines Special werden vielleicht ein bis zwei Folgen mehr produziert heute. Das heißt, vielleicht, wenn alles gut geht, erwarten euch heute 5 Folgen Hofbergmann. Die erste starten wir jetzt erstmal um 6 und dann einfach über den Tag verteilt. Immer wieder eine. Ich hoffe, ich schaffe es mit den Beschriften und so alles. Aber ich, ja, bin erstmal gut gestimmt, guter Laune. Das sollte eigentlich passen. Und ich habe natürlich von euch eine, wie nennt man das? Ja, ich habe schon so eine Art Fahrplan bekommen von euch. Das heißt, was wir machen sollen, was alles ansteht. Da steht sehr viel Zeug drin, wirklich sehr viel Zeug drin. Und wir werden es jetzt einfach mal vorzumachen. Ich werde aber gleich dazu sagen, ich werde nicht alles selber machen, weil das geht sich nicht aus, zeitweise. Wir werden das Feld jetzt hier fertig sehen. Ne? Das werden wir jetzt gemeinsam machen. Und danach werde ich gleich schon mal den ersten Helfer aktivieren, weil ich am Hof einfach sehr viel Arbeit habe, die ich selber machen muss, die mir kein Helfer übernehmen kann, beziehungsweise schon kann, aber das dauert ewig, bis ich den programmiert habe. Deswegen wird die Feldbearbeitung teilweise auch mit CP-Fahrern gemacht oder auch Helfern. Mal gucken, weil es sich besser anstellt. Aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Und ja, wir haben heute auf alle Fälle sehr viel zu tun. Warum? Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum heute 5 Folgen? Ja, es war ja am vergangenen Mittwoch, war ja die 100. Folge auf der Hof Bergmann. Und da hatte ich überhaupt keine, ich habe jetzt auch keine Zeit, aber ich versuche es wirklich irgendwie reinzuquetschen, dass wir da ein paar geile Folgen zusammenbekommen. Wenn es halt nur 4 sind, dann bitte seid mir nicht böse, sind da wirklich nur 4, aber ich tue mein Bestes. Das wisst ihr, ne? Es war gerade wirklich ein ganz schwerer Moment für mich. Wirklich ein ganz schwerer Moment. Aber egal. Vergessen wir es. Ja, auf alle Fälle, hier wird nochmal Weizen angesät. Ihr habt mir 100 Mal in die Kommentare geschrieben. 100 Mal wird vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber sehr oft in die Kommentare geschrieben, ich muss unbedingt den Traktor tauschen. Das werden wir gleich umgehend machen. Versprochen. Ja, weil das möchte ich natürlich auch nicht, weil wenn der soll dann schon wirklich voll sein, wenn er dann mit Helfer losgeschickt wird. Weil das ist natürlich Quatsch, ne? Ich schicke jetzt einen Helfer los und der sagt mir dann, der muss getankt werden. Aber die ganze Zeit links so eine Meldung drin, das ist ja Kacke. Das möchte ich auch nicht. Aber wird gemacht. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen von, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich habe leider deinen Namen vergessen. Mit dem Überladewagen, ne? Da hat er wohl jemand getestet und es hat funktioniert. Und ich soll doch bitte per Taste 9 oder sowas das Rohr ausfahren. Kinders. Ich habe das Rohr ausgefahren. Ich habe aufgekippt. Ich habe die Plane weggemacht. Ich habe es mit Plane, ohne Plane gekippt. Mit ausgefahrenem Rohr, mit eingeklapptem Rohr. Ich habe alle Varianten versucht. Das hat nicht funktioniert. Sonst, ich bin wirklich niemand, der jetzt irgendwas nicht testet oder irgendwas. Ihr wisst es, ne? Aber das hat wirklich, das hat einfach nicht funktioniert. Vielleicht haben wir heute eine Möglichkeit oder vielleicht gibt sich heute nochmal die Möglichkeit. So muss man es formulieren. Dass wir das nochmal nachgucken. Das wäre cool, ne? Aber ansonsten kann ich mir jetzt nicht sagen, ob ich jetzt schuld bin oder ob es der Wagen ist. Also es müsste wohl teilweise sein, dass es bei euch funktioniert. So wurde es zumindest mir mitgeteilt. Aber mal gucken. Vielleicht habe ich einfach einen schlechten Tag gehabt und genau den Trigger nicht erwischt. Mein Gott, passiert. Kann immer wieder mal sein. Wenn wir heute eine Möglichkeit haben, werde ich es auf alle Fälle nochmal testen. Aber wir haben sehr viel zu tun. Wir werden uns auf alle Fälle gleich, wenn der Fahrer eingestellt ist, werden wir uns gleich um die Apfelbandage kümmern. Das ist ganz, ganz wichtig. Erste, vielleicht sogar zweite Folge wird die Apfelbandage sein. Es ist so, dass wir da nochmal von vorne anfangen müssen. Das heißt, der Mist ist oben. Das passt auf alle Fälle. Aber wir müssen den Mist nochmal zu den Bäumen transportieren. Ich werde es diesmal aber so machen, dass ich zuerst den Kompost verwende, den ich noch oben habe. Und dann in weiterer Folge erst den Mist verwenden. Ne? Weil dann haben wir das Kompostding jetzt auch mal verwendet und läuft. Hier hinten haben wir eine Tankstelle, die hoffentlich noch ein bisschen Sprit für uns über hat. Sonst muss ich gucken. Sollte eigentlich passen. Irgendwo werde ich doch ein Schlückchen. Ja, da bekomme ich ein bisschen was. Und wie gesagt, da können wir auch dann gleich gucken. Hier ist wieder leer, okay. Aber hier ist generell leer. Haben wir noch Ölfrüchte? Haben wir irgendwas noch? Mais ist keine Ölfrucht. Nee, haben wir nicht mehr. Okay. Ja, ist ja nicht das Problem. Weißt du, ich brauche jetzt nicht unbedingt etwas, aber so auf lang oder wäre schon cool, wenn wir da was haben. Aber wir haben noch einiges hier. Guck mal, wir haben 20.000 Liter Treibstoff hier. Also wir haben damals schon sehr, sehr gut vorproduziert.
weil ich eben nicht gewusst habe, wann kommt das nächste, wann wird wieder produziert und so weiter. Deswegen habe ich da mal schön vollgemacht, die Hütte. Und das kommt uns jetzt zugute, ne? Das kommt uns jetzt zugute. Warum funktioniert mein IC nicht? Habe ich eine falsche Taste gedrückt? Leertaste. What the fish? Vielleicht, weil ich die von außen aufgemacht habe. Muss man nicht verstehen. Egal, wir fahren. Habe ich einen Fehler drin? Was habe ich denn jetzt? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Sorry. Geht sofort weiter. Gut, dass wir keine Fahrzeuge haben. Das haben wir gewesen. So, okay. Muss ich gerade nochmal gucken. Haben wir denn auch was in die. Ja. Gucken wir mal, was ich hier noch geschrieben habe. Okay. Gut. Super. Okay, dann werden wir jetzt hier. Wir haben gesagt, was sehen wir denn an hier? Das andere Feld war ja mit Raps bestückt, glaube ich, ne? Wenn man bestückt sagen darf. Das war ja Raps da unten, ne? Ja, das war Raps. Hier haben wir Weizen gesät, das passt auch. Und auf die zwei werden wir dann. Hier, glaube ich, war Körnermais, richtig? Wunderbar. Dann machen wir hier Gerste drauf, würde ich sagen. Machen wir hier ein bisschen Gerste drauf. Das läuft auf alle Fälle. Z. Jo, da haben wir schon die Gerste drin. Und dann werden wir gleich mal einen CP-Fahrer einstellen und gucken, ob wie der das macht, ne? Ich werde auch immer wieder, wenn ich dran denke, jetzt zum Beispiel, werde ich speichern. Weil ihr wisst, Hof Bergmann ist immer wieder eine wackelige Angelegenheit bei mir. Ich weiß leider nicht, warum. Ich habe schon ganz kräftig Mods aussortiert, aber ja, ist immer noch nicht perfekt. Mal gucken, ne? Feld 2, ist das so richtig? Ist absolut richtig, Werner. Hast du gut gemacht. Wir machen hier Düngen und Säen. Feld 2 mit 9 Metern. Zack, zack. Lass doch mal auf 8 runterschieben. Macht zweimal Vorgewende, es müsste reichen. Das kann man eigentlich voll machen, weißt du? Erster Wegpunkt beginnen. Und du sagst mir, wenn du fertig bist. Das wäre wirklich nett von dir. 4 Minuten brauchst du nur für die Angelegenheit. Sieht man hier unten übrigens, ne? Der berechnet das Feld und sagt dann, yo, ich brauche 4 Minuten. Läuft. Fehler haben wir keine. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen direkt zur Apfelplantage. Einsteigen. So. Mal gucken, wollen wir das jetzt zuerst mit dem Wasser machen? Gucken wir mal, ob das funktioniert mit dem Wasser, mit dem großen Tank. Weil dann können wir die Angelegenheit schon mal beenden hier, ne? Wenn ich auch ganz viel Zeit habe heute, werden wir auf alle Fälle noch das Thema Abfälle aus dem Dorf ein bisschen handhaben. Da muss ich aber nochmal genau gucken. Geht das hier? Jo, das funktioniert. Das ist schon mal gut. Das heißt, da können wir voll durchziehen. Das würde es im Moment dauern, aber das nützt halt nichts, ne? Und dann machen wir gleich noch den Mist und dann haben wir die Apfelbandage schon wieder abgeschlossen. Moin! Das heißt, für die kommende Woche werden wir vielleicht sogar etwas Ruhe haben von der Apfelbandage. Vielleicht einmal mal durchfahren mit dem Anhänger, ne? Das ist übrigens immer noch der Krone Emsland von, glaube ich, Hotfix Modding, glaube ich, heißen die. Irgendwas mit Hotfix, habe ich gelesen. Mal gucken, vielleicht finden wir auch heute im Laufe des Tages nochmal den Mod. Irgendwo hat man den runterladen können, aber ich weiß nicht mehr, weil immer wieder Leute danach fragen, ne? Wie sieht's aus mit dem Mod und wo hast du den Krone. Das ist auf alle Fälle in Krone Emsland. Gebt einfach mal bei Google ein. Vielleicht können wir das auch dann gemeinsam machen. Krone Emsland mit Apfeldingens, ne? So. Oder vielleicht können wir. Sollen wir es gleich machen? Dann könnt ihr vielleicht. Moment, ich mach mal ganz kurz hier. Ganz kurz dunkel. Es geht sofort weiter. Ich bin nicht weg oder irgendwas. Ich bin noch da. Keine Panik. Ich muss da gucken. LS17. Ich mache wieder Bild. So. LS17. Krone. Emsland. Und dann schreiben wir noch hin. Apfelkisten. Gucken wir mal, ob wir das finden. Anhänger für Apfelkisten. Das ist schon mal richtig hier. Da hat es auf alle Fälle noch was gegeben. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich den her hatte. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe den irgendwie mit dem Link bekommen, aber. Pff, Krone Emsland ab. Irgendwo findet. Hier. Was war denn das hier zum Beispiel? Immer eine gute Seite, ne? Könnt ihr liken, wenn ihr Bock habt. Irgendwie. Vielleicht, wenn einer von euch den Link hat, soll er den mal unten reinballern. Das wäre wirklich nice. Aber bitte nicht als Link, sondern macht einfach das HTTP weg vorne.
und dann einfach nur den Text hinten rein und dann findet man das auch, wenn man das in die Google-Suche eingibt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, woher der war. Weil ich habe ihn irgendwo vorhin gesehen, aber irgendwie war er dann wieder weg und... Ach, ganz komische Geschichte, ich sage euch das. Kein Wasser? Bin ich so weit weg? What? Soll denn der Kack? Ein bisschen, darf nicht so weit wegfahren, ne? Ich fahre immer zu weit weg, weil ich immer Angst habe, dass ich oben an den Bäumen rumäste, aber... Ja gut, das muss halt. Was muss, das muss, sage ich immer, ne? Und ich glaube, wir werden in dieser Folge nicht fertig werden. Das heißt, wir werden in der zweiten Folge wahrscheinlich noch damit beschäftigt sein. Aber sei es drum, was muss, das muss, sage ich immer, ne? Aber ich find's cool. Dann können wir mal wirklich alles abarbeiten heute. Und wenn wir in 4 Folgen fertig sind, dann machen wir halt nur 4 Folgen. Kommt mir auch ein bisschen zugute, kann ich früh ins Bett gehen. Nee, aber ich mach's wirklich sehr, sehr gerne. Ich würde auch wirklich noch mehr. Ich würde wirklich noch mehr machen. Ich habe aber überhaupt die Zeit nicht. Und das ist echt ein großes Problem. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, ich würde sofort ein neues Forstprojekt beginnen und so weiter. Aber ich habe die Zeit halt einfach nicht, ne? Und somit bist du halt eingeschränkt. Da rede ich auch fast jeden Tag mit dem Leo drüber, weil wir eben jetzt so viel Arma spielen und so weiter. Und er auch gesagt hat, wollen wir nicht mal einen Arm auslassen und dann vielleicht mal wieder Rocket League spielen oder sowas. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Nein gesagt. Ich bin lieber auf Arma momentan. Aber man vermisst halt so die Sachen, was wir sonst gemacht haben. Ne? Auf dem Burning Gamers TS zum Beispiel. Auf unserem TS war ich jetzt zuletzt am Mittwoch, nee Quatsch, gestern oder vorgestern war ich auch ganz kurz drauf. Weil ich mit dem Leo für morgen aufgenommen habe. Aber ich komme nur zum Aufnehmen rauf, ne? Komm rauf, aufnehmen und geh wieder runter. Was ist solche, diese Gesprächsthemen mit den Leuten und so weiter, die gibt's fast gar nicht mehr, weil einfach die Zeit nicht da ist. Ich weiß nicht, irgendwas muss ich ändern, ich weiß noch nicht was, aber irgendwie, auf Dauer geht das nicht gut. Das weiß ich jetzt schon, auf Dauer geht das einfach nicht gut. Mal gucken. Aber bis dahin müssen wir auf alle Fälle hier noch weitermachen. Die Bäume brauchen Wasser, da geht kein Weg dran vorbei. Wobei, momentan ist es nicht heiß. Wie ist es momentan heiß bei euch? Also ich ganz ehrlich, gestern, wo ich nach Hause gefahren bin, 18:30 circa, hat es 15 Grad gehabt. 15 Grad. Ich habe gedacht, meine Anzeige ist kaputt, aber es war wirklich so kalt. Dann hast du wieder wahrscheinlich 2 Tage später, dann hast du wieder hier 30 Grad plus, ne? Da wo du dir denkst, Alter, lass es doch einfach mal schneien im Sommer. So, das Wasserding, jetzt haben wir schon mal fertig. Das restliche Wasser, das wir jetzt hier drin noch haben, noch, ne? Wird nicht ausgelassen oder irgendwas? Nein, 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 nein. Wir haben da hinten ein Speicherbecken. Da hinten seht ihr das ein bisschen. Mit der blauen Geländer. Da werden wir gleich mal hindüsen. Und werden das restliche Wasser reinballern. Und bei Gelegenheit, das wieder rausholen. Ach, bin ich wieder entweder zu nah oder zu weit weg oder geht nicht oder juckt mir nicht und boah. Wie kann man sich denn hier so festfahren? Bisschen weiter raus. Sag mal. Alter, ich schneide dich ab, ne? Ich mach da klatsch, klatsch und dann ist es erledigt mit dir. So, und der hier noch? Ne, das ist noch einer. J, das will, hätte ich fast übersehen, Junge. So, haben wir gemacht, haben wir. Das heißt, der Rest kommt auf alle Fälle hier in unseren Speicher. Ja, und dann kann das Gerät eigentlich schon mal in die Stadt gestellt werden. Und vielleicht, wenn wir es heute schaffen, werden wir noch in der Stadt die Sachen zusammensuchen. Was ich euch auch gewünscht habe, was ich gesehen habe, natürlich. Ich habe ja auch nicht Knöpfe im Kopf, sondern auch Augen. Den Hof aufräumen. Da bin ich auch ein ganz großer Freund eigentlich von. Und wann, wenn nicht heute, ne? So. Nicht auffüllen, ich möchte es abladen. Verstehe nicht, warum... Wasser entleeren? Nein, das ist die falsche Richtung. Okay, dann lass mal auffüllen und dann, wenn es voll ist, packen wir wieder rein. Ist kein Problem, weißt du? So, können wir jetzt?
Ich kann immer noch... Nee, oder? Ja, da hat es doch einen Trick gegeben. Da hat es doch einen Trick gegeben. Mit, ein Trigger weiter rechts, ein Trigger weiter links. Irgendwie war da was. Nee, so nicht, Werner. Jetzt. Siehst du? Jetzt ist wieder abgeladen. Ganz komisch. Sogar mit Schlauch. Guck mal hier. Wunderbar. Geht rein. Wunderbar. Liebe Leute, wir sind fertig für den Moment. Das sage ich jetzt mal ganz salopp, weil es kommen heute noch einige Sachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, fixe Zeiten. Hier wird heute nicht. Einfach mal wieder reingucken, wer Bock hat. Und da plätschert das Wasser. Bis später. Macht es gut. Ciao, ciao.